Auf der 1, Oktober, November, Jan Jagler vom Busparkplatz. Ach was, vom Busparkplatz einer ganz anderen Halle in einem anderen Bundesland. Also, weit war's. Dezember, Weihnachtsmann Robin Benzing mit einem ganz besonderen Geschenk. Der Dreier in your face im Nach-Hinten-Fallen. Den haben sich doch außer Tübingen sicher alle gewünscht. Da klingelt's. Sie verstehen, Jingle Bells und so. Januar, Jotam Halperin knapp hinter der Mittellinie mit dem eingesprungenen Distanzhammer Just in Time plus Nothing but Net. Also, mehr geht nur wirklich nimmer. Februar, who needs Batman when you got Robin? Jeder einzelne Dreier war ja schon nicht schlecht, aber 5 von 5 gegen Alba. Das ist schon eine Nummer für sich. Nummer 4, um genau zu sein, Robin Benzing. Ach komm, einer geht schon noch. Andy Wagner geht nicht an die Bande. Er geht dahinter. Assistant Coach Andreas Wagner mit dem Treffer von jenseits des Courts. Ein Fingerzeig in der O2 World. Und wo geht der nächste hin? Ah ja. Nein, das ist kein April-Scherz. Das ist Flying Valerien. Malo Valerien, nebenberuflicher Golfexperte, locht per Alley-Oop ein. Und last but not least, im Wonnemonat Mai, Siobhan Troutman mit dem rückwärts eingebuchteten Korberfolg. Grazil, das gibt Pluspunkte in der B-Note. Und hier noch einmal alle Körbe der Saison im Überblick. Auf der 1 Scharfschütze Jan Jagler, bei Robin Benzing klingelt's auf der 2. Alles bei auf der 3 mit Jotam Halperin. 5 Dreier auf der 4. Robin Benzing rechnet's für Sie aus. Andreas Wagner hinter der Bande auf der 5, die Nummer 6 Malo Valerien. Und fliegen auf der 7 mit Siobhan Troutman. Basketball-Bundesliga. Spürst du das Dribbeln?